Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute auch eine gute Frage, wo viele vielleicht denken, wie, wo, was. Aber da eine ganz einfache Antwort. Moin Makoto, moin Martin. Ne, da steht Hallo Makoto, Hallo Martin. Wie oft werden Koi eigentlich selektiert? Gibt es unterschiedliche, gibt es da Unterschiede zwischen den Arten? Ne, den gibt es nicht. Es gibt sicherlich die ein oder andere Varietät, wo es vielleicht gibt, aber im Grunde nicht. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ein Kohaku, ein Zanke, ein Showa, ja, dreifarbige Koi, ein Goromo oder ein Goshkir oder ein Shisui oder was weiß ich, das ist ja viel schwieriger und viel, viel deutlicher in ihrer farblichen Entwicklung als jetzt zum Beispiel ein Karashi-Goi. Ja. Die muss ich nicht, oder die muss ich vielleicht häufiger selektieren, um die Perlen zu finden als die Karashi-Goi. Ja. Wenn Sie so denken würden, würden Sie einen Faktor übersehen und vergessen, und der Faktor heißt Wachstum und Körperform. Was ist denn der limitierende Faktor auf einer Koi-Farm? Der limitierende Faktor ist nicht die Farbe, davon haben wir genug. Der limitierende Faktor ist der Platz und die Größe der Koi, also welche Haltungskapazitäten habe ich. Und die Haltungskapazität wird einzig durch das Wachstumsvermögen und die Wachstumsgeschwindigkeit wird da begrenzt. Ganz einfach, ich züchte Karashi-Goi. Es werden 100.000 Karashi-Goi geboren. 100 Stück kann ich auf einen Quadratmeter setzen im Naturteich. Dann brauche ich 1.000 Quadratmeter Naturteichfläche, um die ersten 2-3 Wochen bis zur ersten Selektion vernünftig zu halten und die Verluste gering zu halten. Danach wird auf 10% runter selektiert. Das Gleiche. Und dann kann ich statt 1.000 Quadratmeter Fläche brauche ich dann vielleicht nur noch 300 Quadratmeter Fläche. Und die anderen 700 Quadratmeter kann ich dann für die Zucht neuer Varietäten, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, für die Zucht neuer Elterntiere heranziehen. So, das gleiche Beispiel mit Kohaku. Es werden 100.000 geboren. Dann brauche ich auch wieder die 1.000 Quadratmeter Naturteichfläche. Muss ich auch wieder nach 3-4 Wochen reduzieren. Aber das gleiche im Glashaus, wenn die mal 30 cm sind. Ich ziehe die dann auf 35 cm. Und dann wird wieder selektiert. Also die Frage, wann ist die nächste Selektion, hängt nicht von der farblichen Entwicklung ab, sondern hängt einzig von der Größe und vom verfügbaren Platz, von der verfügbaren Kapazität ab. Habe ich früher aber auch gedacht, dass das anders sei, dass es anders abläuft. Aber das ist eigentlich eine relativ einfach standardisierte Geschichte. Wie oft wird selektiert? Im Prinzip kann man ganz grob sagen, einmal im Monat, die ersten 8 Monate, also circa 8-mal. Vielleicht trifft es die eine Varietät 7-mal und die andere 9-mal, aber so, das ist so ungefähr die Häufigkeit, in der selektiert wird. So, und bei mir steht jetzt die Häufigkeit des Mittagessens an, weil ich einen Bärenhunger habe und wir haben jetzt eine Woche kein Abfischen, das heißt Wunden lecken, regenerieren und viel essen, dass wir keinen Energiemangel erleiden, wenn es wieder weitergeht. Machen Sie es gut, schicken Sie mir bitte Fragen. Ich bin froh, wenn ich ganz viele immer auf einmal beantworten kann. Das spart Zeit und Zeit ist, so wie bei den Koizüchtern, die Beckenkapazität unser limitierender Faktor. Machen Sie es gut, vielen Dank fürs Zuhören.